Das Leben lebt sich gut. Manchmal braucht es Mut, einen Schritt nach vorne zu gehen und die anderen mal mit anderen Augen zu sehen. Glaube mir, dann nimmt sich das Leben schön. Das bin ich, Florian. Aber gleich bin ich Fuchs. So nennt man in der Studentenverbindung die Neuen. Sieht gut aus, alles gut? Ja? Klar. Okay. 2 Jahre hat es gedauert, bis wir eine Verbindung gefunden haben, die uns in ihr Innerstes lassen wollte. Und jetzt bin ich hier, beim Chor Lusatia Leipzig. 7 Tage lang. Florian Müller, du hast den Wunsch geäußert, bei unserer lieben Lusatia aktiv zu werden. Ist das der Fall? Das ist richtig. Steht der Wunsch noch aufrecht? Der besteht noch, ja. Dann heiße ich dich hiermit sehr herzlich im Chor Lusatia willkommen. Vielen Dank. So ein Ritual wirkt. Ich bin tatsächlich ein bisschen eingeschüchtert. Kommt ja auch sonst eher selten vor, dass man von 20-Jährigen so begrüßt wird. So, und herzlich willkommen. Wir singen die Farbenstrophe. Mütze ab. Soll ich in der Mütze stehen bleiben? Ist das Mütze ab? Ja, das ist in Ordnung. Okay. Lusatia, dir gehör ich, dir bleib ich bis zum Tod. Auf deine Farben schwör ich, die Farben blau, gold, rot. Lusatia. Als ich selbst noch zur Uni ging, war mir das ganze Verbindungswesen suspekt. Ich hatte jede Menge Vorurteile im Kopf, obwohl ich mich nie mit irgendeinem von diesen Jungs unterhalten hatte. Soll sich nun ändern. Ihr Herz und auch ihr Eisen stets brav geschlagen hat. Herzlich willkommen. In der Villa der Studentenverbindung gelten feste Regeln und Hierarchien. Als erstes muss man seinen Vornamen abgeben. Ab jetzt heiße ich nur noch Fuchs Müller. Genau, also nimmst du es so. Und muss wie alle anderen hier ein Band tragen. Und dann muss gerade noch mal lernen. Okay. Durchhüpfen und dann hast du es so. Okay. Also. Geschlafen? Ich habe gut geschlafen, danke. Ich bin aber jetzt gerade hier voll so gut. Und jetzt? Linker Arm. Durch den linken Arm. Also den linken Arm durch. Ja. Und jetzt? Das ist der falsche Arm. Aber ist doch der linke. Ach doch, war's richtig. Ja, so. So sieht's aus. Blau ist immer oben. Und mit Blau meint ihr? Das Blau. Okay. Genau, dieses. Der mit dem roten Pulli Biskop führt die Verbindung. Der andere, Marchert, ist für uns Füchse zuständig. Im Haus kein Hemd ohne Kragen. Kleiderordnung. Gibt es so bei euch manchmal nicht, aber auch so den Wunsch, irgendwie jetzt hier im Schlapperlook morgens? Also, wenn ich morgens so morgen muffelig irgendwie raus? Nicht? Nö. Also, ich hab selbst nicht mal eine Jogginghose. Okay. Das kann immer auch mal passieren, also gerade hier, dass halt irgendwer kommt, spontan, ja. Und dann kannst du ja nicht in Jogginghose die Tür aufmachen. Wie sieht denn das aus? Also, du bist ja hier immer in der Repräsentantenrolle. Das ist ja das, was wir uns immer klar machen. Also, ich für meinen Teil. Ich bin noch nie in Jogginghosen rumgelaufen. Also für mich war das immer so, wenn ich aufstehe, ziehe ich mich an, gehe duschen und bin dann fit. Und wenn ich das wieder ausziehe, gehe ich schlafen. Also ist für mich jetzt hier keine Umstellung gewesen. Im Endeffekt können wir uns das eben auch nicht leisten, tagtäglich irgendwie, ja, weiß ich nicht, rumzulungern oder sonst was. Ich kann es mir und möchte es mir nicht leisten, irgendwas zu verpennen. Ich habe im ersten Semester bin ich durch die Mathe-Klausur durchgefallen, die ich jetzt im dritten Semester erfolgreich bestanden habe. Aber das ist dann so eine Erfahrung, wo du denkst, hey, schon wieder was versemmelt, geht nicht, häng dich mal rein. Und das bedingt dann irgendwie auch die Motivation und den Ehrgeiz, der dahinter steckt. Also das ist hier ganz gut, weil man hier schwierig dahin verfallen kann, irgendwie ja, gar nichts zu machen oder irgendwie sich auf die Faulhaut zu legen. Weil es immer Leute gibt, die ja, da auf einen achten, sage ich mal, oder irgendwie doch mal ja, nicht den Arschtritt geben, aber mal die nötige Motivation auf jeden Fall geben. Was ist denn so das, was ihr an Vorurteilen am meisten zu hören kriegt? Für den Otto Normalbürger ist ja jeder Student, der ein Band um die Brust hat, gleich ja,
Verbindungsstudent, was ja auch richtig ist als Oberbegriff, aber es wird halt nicht differenziert, ob es jetzt ein Chorstudent ist, ob es ein Landsmannschafter, Burschenschafter, Sängerschafter, Turnerschafter, was auch immer ist. Das weiß ja die breite Masse gar nicht. Und dann wird halt schnell die Keule geschwungen, alle gleich und alle schlecht und ich finde das blöd, was du machst. Und dann fängst du an, irgendwie zu erklären, wird dir gleich ins Wort gefallen, ich will es gar nicht wissen. Und dann hast du auch schon keine Lust mehr. So, das ist unser Pauchschrank. Also, okay. Das sind unsere Glocken, da erkläre ich aber auch gleich was dazu. Okay. Als Chorstudent muss ich fechten. Fünfmal die Woche Training. Pauken heißt das hier. Mehrere Fechtkämpfe, die sogenannten Mensuren, muss man überstehen, wenn man bei Chor Lusatia dabei bleiben will. Das sag ich gleich, ja. So heißt es. Die ist so das Ding, das du auch dann hättest auf Mensur. Okay. Halt mit einer anderen Klinge. Mensur nehmen ist der Abstand. Da müssen wir erst mal schauen. Okay. Bei uns ist der Abstand genau hier so die Glocke. Also einmal von Hüfte bis... Ja, ein bisschen hier an. So. Noch näher, näher. Du musst näher ankommen. Ach so. So, genau. Das ist schon mal wichtig. Ist das jetzt so einigermaßen gut oder mache ich noch zu sehr aus? Du bist noch zu sehr. Also, den Arm so, lass den Arm hier oben. Okay. Okay. Jetzt versuch runterzukommen. Ja, das ist verdammt schwierig. Ja. Und, ja, siehst du? Dafür wurde mein Handgelenk nicht gemacht. Okay. Doch, doch. Das sind tatsächlich Muskelgruppen, die ich noch nie benutzt habe vorher. Außer beim Gardinenaufhängen. Die Hiebe zielen auf den Kopf. Bei der scharfen Mensur schützt den nur eine Brille. Ist das nicht, wenn man dann getroffen wird, dann ein, also reißt das, müsste man dann nicht eine ganze Fresse voller Blut haben dann? Also grundsätzlich, ja, das ist jetzt überspitzt formuliert. Es ist so, natürlich sind es scharfe Klingen, natürlich kann was passieren, natürlich, wenn man getroffen wird, blutet es. Klar. Es blutet natürlich und je nachdem, wo du getroffen wirst, vielleicht mehr oder weniger. Klar, dann hast du vielleicht, wenn du wirklich harten Treffer hast oder großen Treffer hast, blutest du auch. Und da läuft das Blut vielleicht auch runter, ja. Warum riskiert man sein Gesicht? Weshalb bringen die sich künstlich in so eine Extremsituation? Sind die Jungs nicht zu alt für Mutproben? Hat das was mit Männlichkeit zu tun? Was wollen die hier spüren, was sie da draußen nicht bekommen? Es gibt viele Arten von Studentenverbindungen. Auch rechte Burschenschaften, bei denen Mitglieder ARIA-Nachweise liefern müssen. Aber eben auch unpolitische Chors wie das hier. Also wenn jemand auf euch zukommt und sagt, ihr seid doch die rechten Typen. Alles klar, genau. Weitergehen. Genau. Aber habt ihr denn mal so überlegt, wenn solche Schlagzeilen kommen wie Burschenschaft fordert ARIA-Nachweis und sowas, dem entschlossen entgegenzutreten? Nein. Also, dass ihr ein Statement macht und sagt, wir sprechen uns gegen so etwas aus, weil für uns ist Toleranz das Wichtigste. Bringt nichts. Also, habt ihr da nicht mal drüber nachgedacht? Warum sollen wir uns als kleinste Einheit darüber irgendwie den Kopf zerbrechen, wenn es dafür extra Abteilungen des Dachverbandes gibt? Das ist natürlich schon passiert. Und eigentlich auch in jeder medienwirksamen Erscheinung, in der irgendein Chorstudent auftritt, wird das auch immer noch wieder betont. Es kommt so wenig an. Ja, weil immer nur die schwarzen Schafe in die Presse kommen. Mit tollen Nachrichten verdienst du doch kein Geld. Wenn jemand bei euch einzieht und jetzt hier mit rechten Parolen irgendwie kommen raus, würde... Sofort. Ja. Alles, was extremistisch ist, raus. Manche Vorurteile stimmen hier. Es gibt nur Männer als Mitglieder. Es wird viel getrunken und geredet und gesungen. In Jena, Leipzig, Halle, Lusatia soll in Leipzig stehen, mit Burschen, Füchsen neu erblühen. Lusatia möge wachsen als Älteste in Sachsen. Silenzium! Hiermit eröffne ich die Kneipe anlässlich der Admission unseres neuen Chorbruders Müller und trinke mit allen Anwesenden auf einen fröhlichen Verlauf. Prost! Prost!
Die Fuchsenzeit ist eine sehr einzigartige Zeit. Alles ist unbekannt, alles ist neu. Es gibt viele schöne Dinge zu entdecken, eine sehr herzliche und familiäre Gemeinschaft kennenzulernen. Eine Gemeinschaft, die Eigeninitiative fordert und fördert. Eine Gemeinschaft, die sehr viel zurückgibt. Darauf und auf ein ewiges Vivat Crescat Floreat unserer lieben Lusatia möchte ich mit euch anstoßen. Prost! Prost! Nein, ihr könnt uns nicht begreifen, denen wie ein Burschenband, als ein immer grüner Reifen um die junge Brust sich wand. Wenn wir unsere Waffen schmieden und es schwingt sie jedermann, also lasst uns doch zufrieden, denn das geht euch gar nichts an. Also redet nicht von Dingen, die ihr einfach nicht versteht. Ein wunderschönes Lied ist verklungen. Prost allen fröhlichen Sängern! Prost! Verbundenheit, Gemeinschaft, Freundschaft, darum geht's hier. Was braucht eine Gemeinschaft, dass sie sich so nennen darf? Hier lautet die Antwort, sie braucht Rituale. Klingt einfach. Für uns Füchse steht neben den Paukstunden auch einmal die Woche die Fuchsenstunde an. Vorbereitung auf eine mehrstündige Prüfung zum Ende der Fuchsenzeit. Also du musst wissen, das ist ja Heraldik, nennt sich Wappenkunde. Und so ein Wappen hat man ja üblicherweise als Schild vor sich getragen. Also hier ist ein Schildwappen mit vier Feldern und einem Herzschild. Das ist das in der Mitte. Okay, setz dich. Genau. Und ich würde jetzt einfach mal... Du bist doch Wappen soweit frisch, oder? Du kannst doch das Wappen erklären, was darauf abgebildet ist. Und dein Band vielleicht mal richten. Das ist der Löwe mit dem... Yes. Mit der doppelten Zarge, genau. Zarge, ja. Also dieser Löwe mit der doppelten Zarge, das ist dieser zweischneidige Schwanz, steht für Kraft, Macht, Potenz. Also es ist einfach sozusagen im Wappen aufgenommen, um Stärke zu symbolisieren. Und in diesen Schlägern, also in diesen kurzen Schlägern steht in den römischen Ziffern unser Stiftungsdatum, der 7.9.1807. Und darüber haben wir diese... fünf Buchstaben, V-F-I-F-I. Das ist eine Abkürzung. Was mache ich hier eigentlich? Das letzte Mal, dass ich mich für Wappen interessiert habe, war, als ich in der 4. Klasse mein Panini-Bundesliga-Heftchen vollkriegen wollte. Wir im engen Kreis zusammenleben. Dieses Blau und Gold ist die goldene Stadtmauer mit dem blauen Himmel darüber, der Stadt Bautzen. Also das ist die Hauptstadt der Oberlausitz. Und dann haben wir das Rot aus dem Stadtwappen von Cottbus, Hauptstadt der Niederlausitz. Vom roten Stier. Diese fünf Pfeile sollen fünf Tugenden darstellen. Kennt ihr die fünf Tugenden schon? Könnt ihr die aufzählen? Freundschaft, Moralität, Würde, Selbstständigkeit und... Direkt auch im Wahlspruch auch drin. Mut. Nee, Freiheit. Freiheit. Genau. Freiheit. Und das sind jetzt klar große Worte, aber uns ist eben wichtig, dass es diese Begriffe auch mit Inhalt zu füllen, sage ich mal. Ich denke, es sind zeitlose Werte, Freiheit, Würde, Selbstständigkeit, Moralität und Freundschaft, die eben alle ja, vollwertigen Mitglieder, alle dreifarbigen, alle Chorburschen von uns immer im Hinterkopf haben sollten. Gibt es dazu irgendwelche Fragen? Ist irgendwas unklar? Eigentlich nicht, ne? Das kommt auf jeden Fall auch dran an der Fuchsenprüfung, ja? Also das muss einfach sitzen. Da gehört Routine dazu, deswegen mache ich das auch jede Fuchsenstunde mit euch. Ihr müsst einfach wissen, Kreiszugehörigkeit, die Farben müsst ihr dann auch irgendwann auch wirklich aus dem FF können. Ja? Wenn man davor steht, ist es einfach, aber ihr müsst vor mir sitzen, ohne diese Wand zu haben und mir sagen, wer da hängt, was die sind und was die für Farben haben. Das ist ganz, ganz wichtig. Danach haben wir? Thüringer Jena. Genau. Und? Fuchsenfarben? Das war...
Da muss ich passen. Kübel? Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Schwarz-Rot? Schwarz-Rot, schwarz. Nee, ja. Wieder. Ich denke rot-weiß. Also das ist erstens kein Rot, sondern Karmesinrot ist das genannt. Karmesinrot, ja. Und die Farben sind Karmesinrot, Weiß, Karmesinrot. Gut. Jungs, ey, also wirklich, ich kann euch das jede Woche hier sagen, ja, mich hier hinstellen, mit euch die Wappen durchrattern. Ja? Und dann könnt ihr das abnicken und sagen, ja, habe ich begriffen. Aber ihr müsst es auch mal selbst Routine reinbringen. Und wenn nicht, fragt ihr mal hier einen Dreifachbögen, der hier ist, und sagt so, ja, kannst du mir bitte noch mal die Wappen sagen? Der wird nicht sagen, nee. Ja? Aber ein bisschen Eigeninitiative muss schon da sein. Also gerade die Freundschaftsverhältnisse. Das ist wichtig. Ne? Ihr wollt irgendwann auch das Band tragen, also... Ja. Spätestens zur Fuchsenprüfung sitzt. Hoffentlich, ja. Also bemüht euch. Es sollte auch schon vorher irgendwann sitzen. Eine Verbindung ist Arbeit. Mit festen Arbeitszeiten, Fachwissen, Pflichten. Haben deine Eltern das auch schon, also dein Vater oder jemand in der Familie schon mal gemacht? Niemand. Ich bin der Erste. Okay. Aber sie war nicht abgeneigt davor. Vor allem meine Mutter hat es eigentlich, fand es gut. Deine Mutter? Ich dachte, das ist eher so ein Ding, wo Väter erstmal klatschen und die Mütter dann. Meine Mutter hat erst, als es ums Fechten ging, ja, hat sie ihre Meinung geändert. Junge, ich habe dich nicht großgezogen, dass dein Gesicht zerschnitten wird. Okay. Ja. Und was hast du ihr dann gesagt? Wird nichts passieren. Okay. Und so die anderen Sachen, die hier auch alle mit dazugehören, Fuchsenstunde und so, wie kommst du damit klar? Ja. Ich bin eigentlich ganz froh darüber, dass ich auch noch was außerhalb der Uni zu tun habe noch. Ja? Also das ist ein ganz guter Ausgleich. Für mich wäre das, glaube ich, echt hart. Also ich hatte so häufiger, seitdem ich jetzt hier bin, so den Punkt, wo ich gedacht habe, so nette Jungs, alles gut, aber wir haben uns den Tag miteinander verbracht, wir haben jetzt Paukstunde gemacht und jetzt ist auch irgendwann mal gut. Also jetzt brauche ich Zeit für mich. Hast du auch so Momente, wo du denkst? Ja, klar. Also du bist natürlich, aber das gehört halt dazu. Und warum ist dir das wichtig? Weil ich ein ziemlicher Gemeinschaftsmensch bin, weil ich die Gemeinschaft gut finde. Mhm. Ich war davor, ich war 4 Jahre lang auf dem Internat von 13 an, aber ich kam mich auch nur einmal im Monat nach Hause. Und ich habe die Gemeinschaft schätzen gelernt auf dem Internat. Und das ist das, was am nächsten rankommt. Mhm. Ja. Jede Woche gibt's ein festliches Dinner. Chor Lusatia ist ein blaues Chor. Das bedeutet, dass man großen Wert auf gesellschaftliche Anlässe und entsprechendes Benehmen legt. Etikette ist alles. Man übt auch Konversation und Komplimente. Gut, siehst du aus. Grüß dich. Hi. Alles gut? Ja, auch mit dir. Ja. Lass nicht mal annehmen. Haben alle? Ja, dann freut es mich, euch alle hier begrüßen zu dürfen. Hanna, schön, dass du auch mal wieder da bist. Sehr schön siehst du heute Abend aus. Und ja, dann auf einen netten Abend, auf ein tolles Essen. Wohl sein. Die Kleiderordnung hat Biskop festgelegt. Heute mal leger. Jeans ist erlaubt. Zu Jackett und Krawatte. Wenn die Oberen etwas wünschen, müssen wir Füchse springen. Danke dir. Ja, dann nochmal herzlich willkommen. Der erste Gang, Körner, der erste Gang. Er hat sich Marchat ausgedacht. Wir haben vor uns einen Cocktail aus Guacamole und Shrimps mit einem Stück Brot, was ihr natürlich herzhaft damit beschmieren oder auch genießen könnt. Ich freue mich auf den ersten Gang. Vielen Dank, Marchat, an dieser Stelle und einen guten Appetit. Eigentlich schön, so ein gemeinsamer Abend. Wären all die Regeln nicht. Schmeckt sehr lecker, Marcel. Sehr gut. Aber bevor du dich setzt, könntest du mir noch ein Bier holen, bitte? Sehr gerne. Ein alkoholfreies. Ich trinke auch aus und gebe dir mein Glas mit. Heute musst du mal was machen. Heute nicht nur Gast. Aber das ist so, dass die Füchse bedienen. Ja, ja. Also die sollen es ja lernen. Wir müssen es alle mal lernen, wie man aufdeckt, wie man abdeckt. Okay. Und hinten im Platz. Mhm. Wenn jetzt jemand hier mit Saumanieren sitzt,
dann wird ja auch von euch gerüffelt. Wirklich rüffeln? Weiß ich nicht, wie fasst du einen Rüffel auf? Ein bestimmtes drauf aufmerksam machen. Ja, das schon. Ja, das ist schon richtig. Aber und gibt es Leute, die das nicht abkönnen? Also wenn Leute bei euch rausgehen und sagen, es ist nichts für mich, woran scheitert das meistens? Das ist eine gute Frage. Ich habe einen Kommiliton, der ist mit mir aktiv geworden hier, wurde mit mir Fuchs, mit uns zusammen, also mit Marcha, Radai und mir. Und der wollte einfach nicht so viel Zeit investieren, der wollte lieber irgendwie so ein lockereres Leben führen, der wollte sich nicht zu solchen Anlässen beispielsweise mal jetzt hier bei 25 Grad ein Jackett anziehen, weil er gemeint hat, das wäre ihm zu warm und was auch immer. Und er wollte es halt nicht, und deshalb. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass uns jemand verlässt, weil wir irgendwie zu streng wären oder warum auch immer. Ich meine, wir alle haben Kinderstube genossen, aber ich glaube, dass jeder hier für sich immer noch eine Kleinigkeit mitnehmen kann. Darüber sind wir auch dankbar. Und insofern ist das, glaube ich, in gutem Maße. Fertig. Los! Und wieder Pauken. Bei einer normalen Partie werden pro Gang 6 Hiebe geschlagen. Daraufhin gibt es immer eine kleine Unterbrechung bis zum nächsten Gang. 30 Mal das Ganze. Da kommst du auch in den Wechsel. Nicht nachjustieren. Mhm. Wenn es heißt auf die Mensur, dann bleibst du auch gerade stehen. Nicht irgendwie nochmal nachjustieren. Konzentrieren, dann krieg ich das in deinen Kopf rein. Auf die Mensur! Fertig. Los! Am Ende geht es nicht ums Gewinnen oder Verlieren. Es geht ums Durchhalten und dabei möglichst nicht getroffen zu werden. Darum nicht zurückzuweichen, sich keine Blöße zu geben. Fertig. Los! Kleine auf Finger bekommen. Oh, entschuldige. Alles gut? Ja, mal kühles Holz. Okay. Manchmal, wenn man Pech hat, dann wird es wirklich blau, Bluterguss, ja. Aber sonst ist es einfach nur ein relativ harter Schlag eben auf den Finger. Für die Studentenverbindung soll die Mensur auch eine Schule fürs Leben sein. Sich beweisen, durchhalten, nicht zurückweichen. Aber was ist eigentlich aus der Klügere gibt nach geworden? Den Kopf zum Arm. Der Arm geht zum Kopf. So? So. Nicht umfallen. Bleib mir erst so stehen. Verinnerliche mal diese Deckungsposition. Das ist die Grundlage allen studentischen Fechtens, die Deckung. Wenn du die nicht kannst, brauchst du gar nichts anderes lernen. Dann wirst du nie auf Partie gestellt. Ich gebe zu, ich mag das Fechten, die filigranen Bewegungen. Aber bei der scharfen Mensur ohne Helm fechten geht mir zu weit. Auf die Mensur. Fertig? Los! Halt! Auf die Mensur. Fertig? Los! So, jetzt wollt ihr Spiegel haben, hä? Ja, jetzt wollt ihr mal mit der wissen, was abgeht. Wie war deine erste Mensur? Ich muss sagen, dass ich die allererste Mensur, die Nacht davor, nicht gut schlafen könnte, weil ich überhaupt nicht wusste, was mich erwartet. Ja, also ich habe noch keine scharfe Mensur vorher gesehen. Ja, und ich habe nur vorher noch am die Klinge gesehen, die Rasiermesser scharf war. Und dachte ich mir so, na gut, also ich habe so eine in der Hand, mein Gott, und der andere aber auch. Also, und da habe ich mir dann die ganze Zeit über den Gedanken gemacht, was kann mir passieren. Im Endeffekt ist uns beiden nichts passiert. Und klar ist man vorher noch ein bisschen aufgeregt, aber irgendwann pendelt sich eine Routine ein, weil man weiß, wie man mit der Extremsituation und mit der Angst umzugehen hat. Und dann kann man sich selber regulieren. Also man darf nicht in so eine Angstspirale reinkommen und sich einreden, oh Gott, was kann passieren. Wenn man so weit ist, dann kann man nicht mehr schlafen vorher. Was, inwieweit hilft die Gruppe da? Die Gruppe ist jeden Abend vor der Mensur. Wir fahren ja meistens gemeinsam auf diese Bestimmtage, wo dann mehrere Leute fechten. Diese nennen sich dann Paukanten. Und angenommen, wir haben dann 3, 4 Paukanten, die sind zum Beispiel an dem Abend, wie soll ich das sagen,
ja, die Könige. Also die werden betreut, die werden beruhigt, die dürfen machen, was sie wollen sozusagen. Und die anderen stehen hinter einem und die beruhigen einen. Und wenn man irgendwie Sorgen hat, Ängste hat, dann nehmen die. Und das zieht sich dann auch über den ganzen Bestimmtag durch. Stoß an, freies Wort, lebe, Hurra hoch. Stoß an, freies Wort, lebe, Hurra hoch. Wer die Wahrheit kennt und saget sie nicht, der ist für Wahrheit. Für mich beweisen sich Freundschaften in Extremsituationen, in Lebenskrisen, aber auch gemeinsamen Glücksmomenten. Hier schafft man sich solche Situationen künstlich. Die Mensur. Die Gleichung scheint einfach. Extremsituation plus Gemeinschaft gleich Freundschaft. Ist es wirklich so leicht? Einmal die Woche der Lausitzer Abend. Junge Verbindungsstudenten und alte Herren des Chor kommen zusammen. Und dann enden hier ist die ganz jung. Ja? Genau. Eckbert Weiß ist Ehrenmitglied, 83 Jahre alt und Jurist, wie so viele hier. Also ich stecke hier auch irgendwo, Augenblick, hier sind... Da bin ich, also wie gesagt, als 20-Jähriger, ja. Junger Fuchs. Das ist... Nein. Also es hat sich im Grunde genommen wenig geändert, sagen wir mal, in den äußeren Formen natürlich schon einiges, aber in der Gesinnung, sagen wir mal, kaum. Es ist fröhliches Studententreiben, ne? Und wir alten Herren achten natürlich darauf, deswegen bin ich ja auch hier, dass wir das also auch das Studium klappt bei den Jungs. Ne? Okay, also seid ihr dann schon hinterher? Es wird immer, weil am Semesterbeginn und auch am Semesterende kommen ein paar alte Herren, die sich genau erkündigen, was soll in diesem Semester studienmäßig betrieben werden, okay. Oder was habt ihr dann in diesem Semester geleistet? Ja. Und wir können natürlich hin und wieder Tipps geben. Da müssen wir danach lesen, und da ist das, steht das und das und so weiter. Also da können wir schon ein bisschen behilflich sein. Denn das ist ja heute in vielen Fachrichtungen so, dass man ein Praktikum leisten wird. Das war in dem Maße bei uns eigentlich noch nicht. Das ist aber heute wichtig. Und da ist es natürlich gut, wenn alte Herren, die ja in unterschiedlichen Berufen sind, wenn die also solche Praktikumplätze vermitteln. Mhm. Das läuft eigentlich ganz gut bei uns. Mhm. Hier werden Bünde fürs Leben geschlossen. Ich habe heute Abend 5 Wochen, um mich hier zu testen. Ich glaube, ich spreche hier für alle, wenn ich sage, dass man sich eher einem Chorbruder anvertraut, auch komplett die Hosen runterlässt, als seiner Familie, weil man sich davor vielleicht noch schämt. Hier ist dieser Umgang so vertraut und so ehrlich, dass es klappt. Und du fällst nicht. Du hast ein Netz. Du hast Leute, die dir helfen. Wir haben uns zusammengefunden, sind hier eingezogen und kannten uns eben gar nicht. Ja? Wir waren vollkommen unterschiedliche Charaktere aus den unterschiedlichsten Bereichen, hätten wahrscheinlich im normalen Leben nie zueinander gefunden sein. Ich habe ihn gehasst die erste Woche. Auf Gegenseitigkeit. Ja, da hat man die Schwierigkeit, mit dem passt es doch nicht. Ja? Aber man rauft es zusammen und merkt so, doch, wir stehen für eine Sache zusammen ein. Und mittlerweile leiten wir einen Chor eben, ja? mit allen Aufgaben und Pflichten. Und wir denken, wir leiten das gut. Und das ist irgendwie das, was einen bestärkt. Sag ich mal, auch jedem Menschen, egal ob man ihn im ersten Moment irgendwie nicht mag, eine Chance zu geben und eben eine Möglichkeit zu geben und zusammenzuarbeiten. Und das sind, glaube ich, Dinge, die hier geschult werden. Schon, ja. Das hat man sonst nicht, sonst sagt man sich ja diesen Treuespur, ja, wir bleiben irgendwie Freunde und so und sonst was. Aber wir wissen einfach, dass das hier und diese Idee weitergetragen wird, ja, über Jahrhunderte jetzt schon, über zwei. Und dann geht das eben weiter. Und wir wissen einfach so, dass wenn wir in 50 Jahren wiederkommen, hoffentlich, oder wir sind uns auch sehr sicher, dass das noch weitergeht. So eine Villa am Fluss hat Vorteile. So, Achtung, Gestrüpp. Und was glaubst du, wie hat dich Lusatia verändert? Ja, man steht schon anders da. Man weiß, wie sowas abläuft, wie man mit Menschen umgeht, wie man eine Gruppe vielleicht anführt oder in eine Gruppe sich eingliedert, damit man im Team funktioniert. Ansonsten hat mich das auch sehr, ja, was die Freundschaften angeht, im Chor bereichert. Was macht eine gute Freundschaft für dich aus? Ist einfach jemanden
erstens so zu nehmen, wie er halt ist. Also nicht versuchen, da groß sich einzumischen und sagen, ja, hör mal zu, du kennst aber so. Und wobei man ja sagen muss, also es, korrigiert wird man ja schon, ne? Also was jetzt... Darauf hingewiesen. Kleinen, genau, genau. Mhm, das stimmt schon, man wird schon darauf hingewiesen. Aber du wirst auf keinen Fall jetzt durch einen Fleischwolf gedreht und aus dir kommt was komplett anderes raus. Was ich aber auffällig bei euch finde, ist schon, es scheint so eine Art Dresscode zu geben. Also ich finde, ihr kleidet euch alle relativ ähnlich. Das kann sein, ja. Das fällt uns jetzt weniger auf. Na, es ist schon so, es gibt so bestimmte Marken, die man trägt. Es gibt einfach so einen bestimmten Style. Klar, du meinst jetzt Bootschuhe, ein Hemd oder vielleicht ein Ralle-Polo, das gehört halt dazu, ja. Nein, aber das kommt von alleine. Wir hatten auch schon Zimmerbewerber da, die gesagt haben, sag mal, ihr lauft doch alle gleich rum, ne? Yeah. Wieso? Quatsch, wieso? Da hat doch blaue Timbis, da hat braune Timbis, ne? Der hat doch ein rotes Hemd, ich habe ein weißes Hemd. Ne? Ja, aber so ist das wirklich, ja. Man erkennt uns schon. Ist das auch so ein bisschen eine Jobbörse, dass man sich sagen kann, ich kenne den und ich kenne den? Naja, also es ist keine Jobbörse, das klingt wirklich schlimm. Wir haben Großteil alten Herren, die in höheren Positionen natürlich tätig sind. Das wäre gelogen, zu sagen, dass da sich keine Chancen ergeben. Aber die muss jeder selbst sehen. Es kommt kein alter Herr auf dich zu und sagt, ja, komm mal, hast du Lust hier und so, ja. Sondern die haben alle selbst auch was gemacht und erwarten es eigentlich auch von uns. Möglichkeiten sehen, Kontakte und Traditionen pflegen. Deshalb besucht das Chor auch regelmäßig Unternehmen. Heute sind wir in einer Klavierfabrik. In einer Studentenverbindung investiert man seine Zeit in die Zukunft, weniger ins Jetzt. Hier verschwendet keiner seine Jugend. Schade eigentlich. Pianissimo bis zum kräftigen Fortissimo überhaupt abbilden zu können. Für Musik interessiere ich mich sehr und bin, sage ich mal, mehr so der Freidenker, also derjenige auch mal, der ganz offen auch immer was kritisiert oder was hinterfragt, also der auch mal ganz ehrlich sagt so, warum muss ich mir jetzt bei dem Wetter einen Sakko anziehen oder sowas. Ihr seid alle schon extrem erwachsen. Also das kann man gut finden, das kann man aber auch schlimm finden, weil ich natürlich auch finde, es ist diese Zeit von 20 bis 30, ist auch eine Zeit, wo man sich ausprobiert, wo man sich finden muss. Und es bleibt natürlich wenig Freiraum hier daneben, andere Sachen zu machen. Na klar, ja? Wieso wenig Freiraum? Naja, ich meine, der Tag ist schon mal recht strukturiert, ne? Ihr kommt nach Hause und... Ja, Moment, aber dazu muss ich sagen, dass ich einen strukturierten Tageslauf sehr gut finde. Mhm. Und das sehe ich auch nicht als Zwang oder als Einschränkung an, sondern einfach als Anker. Also ich war schon immer, wie soll ich das sagen, unkontrollierter.
Und kannst du erklären, wie unkontrollierter? Ja, so nicht der typische Zappel, Philipp, das wäre jetzt vielleicht übertrieben, aber immer am Plappern gewesen, immer hier und da. Und mittlerweile, denke ich, wurde dieses vorschnelle, voreilige ein bisschen davon gehalten oder gestärkt von so einem gewissen Habitus oder von einfach so einer gewissen Haltung, die man hier schon vermittelt bekommt. Und hattest du das schon immer? Das setzt ja so eine Selbstregulation voraus, also ja, so ein Bedürfnis. Klar, man muss dazu sagen, dass ich die Schulzeit immer nie so richtig ernst genommen habe. Also ich bin halt in den Unterricht gegangen, habe mir das halt angehört, mal oder mal auch nicht. Habe, wie gesagt, mündlich habe ich mich viel engagiert, stand dann auf einem guten Einserschnitt, habe dann aber diese Prüfung nicht mehr so ernst genommen und bin dann am Ende bei 2 rausgegangen. Und trotzdem dachte ich mir dann so, ja mein Gott, also du hättest mit deinem Potenzial, mit deinen Möglichkeiten auch Medizin oder sonst was studieren können, aber du bist einfach stinkend faul. Und deswegen habe ich mich auch irgendwie nach so einem gewissen Kick doch schon gesehnt. Und ich glaube, der gibt mir das hier. Also es fängt schon einfach an mit dem Fechten. Also ich dachte einfach, irgendwie brauche ich irgendwas, was so auch mich irgendwie mal an eine Grenze bringt. Und das tut es hier ganz gut. Mhm. Ich frage mich nur, könnten die Ideale, die ihr sucht und die ihr hier auch findet, muss man die an der Tradition festmachen? Oder kann man Nee, aber wo werden die anders so intensiv gelebt oder gelehrt wie hier? Also wer macht das? Wer schreibt sich das auf die Fahne? Ich kenne keinen anderen Verein. Kenne ich nicht. Ich glaube einfach, dass immer Tradition schon mehr Halt und Kraft gibt, weil man einfach weiß, dass es seit 200 Jahren in den verschiedensten Systemen so auch funktioniert hat. Die Glocke, die Hand, befindet sich hoch über dem linken Auge. Die Vorderschneide, der Parierbügel, zeigen direkt nach oben. Die Klingenspitze eher nach vorn. Oberarm ran ans rechte Ohr, nicht hinter den Kopf, den Oberarm. Nicht der Kopf zum Arm, sondern der Arm an den Kopf. Fuchs, hier Arm hoch. Ne? Bleibt der Arm da drüben? Ja, 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 ja. Sagen Sie mal, haben Sie schon wieder alles vergessen? Wir wollen schon mal weiter. Immer diese Anfänger. Eine Studentenverbindung ist wie ein Korsett. Es gibt dir Halt. Aber es zwängt dich auch ein. Ich finde dich relativ selbstbeherrscht. Du trinkst keinen Alkohol, du rauchst nicht. Das sind ja auch so Punkte, die sowas ausmachen. Ja. Wie wichtig ist dir Selbstkontrolle? Ganz wichtig. Ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn jemand seine Kontrolle verliert oder die Kontrolle über sich verliert. Das finde ich ziemlich peinlich und demzufolge ist mir das aber sehr wichtig. Aber warum ist das so schlimm? Also gehört das nicht auch dazu, dass man manchmal Kontrolle verliert oder Kontrolle abgibt? Nö. Für mich persönlich ist das ein Zeichen von Schwäche, wenn ich die Kontrolle über mein Handeln verliere. Oh shit. Wo siehst du dich denn so in 10 Jahren? Tja, wenn ich das wüsste, dann wäre vieles einfacher. Ja, aber du hast doch sicher Träume, Wünsche. Träume hat jeder, ja. Naja. Wollen wir es mal ein bisschen konkret machen? Ich habe schon vor, in 10 Jahren so im mittleren Management irgendwo zu sitzen. Vielleicht auch ein kleines Team irgendwie zu führen. Und halt ja, ein geregeltes Einkommen zu haben. Ne? Das Ding da hinstellen. Mein letzter Tag. Vorbereitungen für den Tanzkurs. Dafür braucht man natürlich auch Frauen. Herzlich willkommen zum Knotentanzkurs. Ich freue mich, dass ihr alle hier erschienen seid, so zahlreich. Im Prinzip geht es darum, ja, wie der Name schon sagt, seine Partnerin zu verknoten. Ja.
So ein Knotentanz hat auch strenge Regeln, macht aber Spaß. Okay. Sich auch wieder rausnehmen. Okay. Und dann geht's weiter. 7 Tage war ich in einer Studentenverbindung. An vieles, was mir am Anfang fremd vorkam, habe ich mich gewöhnt. Das Band um die Brust, die Anrede mit Nachnamen, das tägliche Fechten. Als ich 20 war, konnte ich mir nie vorstellen, wie meine Freunde in 20 Jahren aussehen würden. Bei den Jungs hier kann ich das ganz gut. Ich kam mir selten so erwachsen vor wie in dieser Woche in der Studentenverbindung. Vielleicht so erwachsen, wie ich niemals sein möchte. Wie habe ich mich denn so gemacht als Fuchs? Du warst sehr, sehr engagiert, das fand ich sehr gut. Auch beim Pauken, wo du mir sagtest, ja, ich habe auch mal alleine dann mal so ein bisschen probiert und so, fand ich gut, dieses Engagement, was da reingesteckt hast, auch wenn man dir da auch, also man musste dir keinen Antrieb geben, das kam alles von dir selber, das fand ich sehr beeindruckend. Ein bisschen Aufgaben sehen könnte man verbessern. Das heißt, wenn... Zum Beispiel hätte ich mich gefreut, wenn mich jemand beim Grillen abgelöst hätte vorhin. Okay. Aber für die Woche, für den kurzen Zeitraum, hast du schon eigentlich ganz gut gemacht. Ja. Und umgekehrterweise, was hast du so mitgenommen die letzte Woche? Ich kann verstehen, was jeder sozusagen sucht und was er hier auch findet. Aber ihr singt ja viel die Freiheit. Ich bräuchte, glaube ich, für mich mehr individuelle Freiheit. Also es ist einfach so der Punkt, dass ich manchmal, glaube ich, ein sehr starkes Bedürfnis entwickeln würde, hier auszubrechen. Und ich bin auch grundsätzlich nicht der größte Fan von Gruppen. Ich bin auch nicht der größte Fan von Männergesellschaften. So. Es ist schon so eine Sache, also man muss sich schon erstmal unterordnen, auch so als Fuchs und so. Und ich hatte schon so Momente, wo ich gedacht habe, den Biskop spucke ich ins Bier. Ja? Weil ich es dann zwischenzeitlich schon sehr, sehr autoritär fand.